ja, verdient gewonnen. Starkes Spiel. Und ich sag mal, Frankfurt international. Weiterhin Finale und wir gewinnen das Ding. Ja, wir holen den Pott. Wir holen den Pott. Gegen Glasgow. Gar keine Frage. Also, mein Abend war sehr geil. Ich habe den Abend nur mit meinen Freunden verbracht. Und die Stimmung hier war unnormal, unfassbar. Ich will auch dabei sein. Mein Kumpel hat ein Bengalo gezündet. Wir haben alle nach dem mitgesungen. Es war unfassbar. Ich konnte mir diesen Moment nie in meinem Leben vorstellen, dass ich das irgendwann mal in meinem Leben erreiche. Es ist einfach unfassbar geil. Einfach nur gerade hier zu stehen mit dem Bewusstsein, dass die Eintracht gewonnen hat. Unglaublich geil, dass die Eintracht im Finale ist. Hätte keiner gedacht von einem halben Jahr. Unfassbar. Und wir sind in Sevilla. Eviva España! Super tolles. War ein Spitzenspiel. Und jetzt spielen wir, wir holen den Pokal und dann spielen wir Champions League. Leute, stellt euch vor, wir spielen nächstes Jahr Champions League gegen Liverpool im Endspiel. Jürgen, wir kommen! Also der Abend, der war einfach super. Ich werde jetzt bald 50 und ich kann euch sagen, wahrscheinlich werde ich das in meinem Leben nicht mehr mitbekommen, dass die Eintracht nochmal ins Europa-League-Finale einzieht. Insofern ist es ein unvergesslicher Abend. Ich habe den Hass aller Freunde auf mich gezogen, weil ich in der VIP-Lounge war und Schnittchenfresser bin. Ja, okay, das war heute, das war ein Abend, den wir nie vergessen werden. Also ich habe schon viele Abende erlebt. Ich habe auch schon 1992 in Rostock erlebt, wo wir ausgeschieden sind oder die Meisterschaft geholt haben. Aber heute haben wir was erlebt, was wir seit Jahrzehnten nicht erlebt haben. Und jetzt sind wir im Finale und ich will endlich auch, was der Peter Fischer auch gesagt hat, ich will endlich aus dem Pott saufen. Ich will aus dem Pott saufen jetzt und wir holen das Ding jetzt. Wir fahren nach Sevilla und holen das Scheißding.